35 Jahren begann die beeindruckende Karriere der ausdrucksstarken Künstlerin Linda Feller. Ihre gelungene Kombination aus Country, Schlager und Pop, ebenso pfiffigen wie wahren Texten oder auch ihr unverkennbarer Sound garantieren ihr nicht nur ein breites und treues Publikum, sondern lassen sie auch auf ein Musikarchiv von insgesamt 38 CDs zurückblicken. Andere Mütter haben auch ein schönes Kind. Es kann sein, dass ich Gefallen daran finde. Und dann lass ich mich verwöhnen von den Männern all den Schönen und schreie meine Träume in den Wind. Ihr größter Erfolg überhaupt war die persönliche Einladung aus der Mutterkirche der Country Music, der Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. Mit ihrem fast legendären Auftritt verband sie ihre TV-Sendung Country Hearts einmal Nashville und zurück, welche in Nashville produziert wurde und Lindas Fans somit den Einblick in die amerikanische Country-Musik bot. Der Erfolg dieser Sendung war so sensationell, dass diese bis heute 33 Mal zur Ausstrahlung kam und als bis heute einmaliges Highlight der GMCMF nicht entgangen ist. Diese Federation ehrte Linda 1999 mit dem Preis Erfolgreichste Country-Sendung. Doch in meinem Wagen, da hab ich das Sagen. Linda Fellers Mischung aus konventioneller Country-Musik und eingängigen Schlagerrhythmen ist einzigartig und sicherlich die Basis ihres Erfolgs. Gepaart mit ihrer markanten Stimme drückt Linda Feller den Titeln ihren persönlichen Stempel auf, macht sie außergewöhnlich und ihre Songs absolut authentisch. Darling, wir können uns nur scheinen, doch keiner von uns weinen. Bei allen Erfolgen auf den Bühnen dieser Welt ist sie immer eins geblieben. Eine natürliche Frau voller Lebensfreude und frei von jeglichen Starallüren. Und wer sie einmal bei einem Live-Konzert erlebt hat, versteht die Begeisterung, die sie überall auslöst. Und das hat sie auch in unzähligen TV-Shows im Laufe ihrer Karriere unter Beweis gestellt. Die unvergleichliche, wunderbare Linda Feller. Zum Beispiel ZDF-Hitparade, immer wieder sonntags, ZDF-Winter- und Sommerfest, Musik für Sie im Musikantenstadel, ZDF-Wunschkonzert, der große Preis, Schaubude, Achims Hitparade, tierisch, tierisch, Disney World Florida und Mexiko, um nur einige zu nennen. Zurzeit steht die Wahldresdnerin für Hits, Schlager und mehr vor der Kamera. Und aktuell ist Linda Feller mit ihren 5 verschiedenen Live-Programmen auf den Bühnen unseres Landes zu sehen. Einmal Sonnenschein und einmal Regen.